Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Mittwochnachmittag. Was heißt Nachmittag? Doch, Nachmittag, Mittwochmittag. 12:45 Uhr. Ich bin gerade am Absatteln. Rampetieflader stelle ich gerade ab. Fahre ich drei Parkplätze weiter nach links. Nehme meinen Dreiachser wieder auf. Lade ich hier vorne einen von den beiden Gummikettenbaggern, nehme an, der alte, der hier links steht. Was war das jetzt? Gut, heute ist wirklich der Wurm drin irgendwie. Vielleicht auch wieder nicht das, was ich jetzt habe, fahren. Ich glaube jetzt gewesen, ich wäre hier vorwärts raus und rückwärts dann hierher. Ne? Das wäre, dann wäre ich ein richtig guter Fahrer, aber so. Irgendwann wird's was. So, der Bagger, der 914, geht runter nach Ramsen. Reicht mir das? Ach komm, ich komm noch mal. Ich hab ja Zeit. Ich runter nach Ramsen. Ah, bevor ich vergesse, genau. Sattelplatte noch verstellen. Sattelplatte. Ah, da muss ich den Bagger tauschen. Der auf der Baustelle ist defekt. Und ja, den halt runter und tauschen. Haben wir echte Sattelplatte. Machen wir mal den Krach raus hier. So. Gehen wir mal wieder auf die andere Seite. Hier mal proben Englisch. Und zwar geht es so. Ohne Holz. Ja. Nur für Effekt wird sein. Das ist ein Stecker, da kann ich nicht dran. Weit müssen wir noch? Ah, noch so 12. Kann ich hier dran? Ja. Geht ja relativ gut. So, ich guck mal nach dem Lenkkeil. Und zwar muss ich dann diese Schraube hier blind raus. Kamera erkennen. Hab Kamera, geh doch mal an. So, dann Splinte raus hier. Da waren Splinte drin. Das Teil hier raus. Gucke ich, dass ich den hier noch etwa eine Umdrehung weiter rein. Jetzt habe ich natürlich wieder alles gefilmt, nur nicht das. Ne? Muss hier an dem, hier kann ich drehen, auf und zu, wenn du dann hier drehst. Da unten ist ein Gewinde drin. Ja, und das geht dann vor und zurück. So.
Schmeißt das Splint weg. Mal gucken, dass wir das hier wieder drauf bringen. Muss noch ein Stück weiter. Ich filme wieder irgendwo ins Nirgendwo. So müsste. Jawohl. So. Mit die Splinte wieder rein. Der andere habe ich gerade vorgeschossen. Moment. Der liegt hier. So, wieder alles drum. Ich habe jetzt hier nur eine Seite weitergedreht. Ja, wir haben das schon mal bei der Goldhofer Drohne gemacht. Aber der läuft halt irgendwie, läuft er nicht gerade hin und nach. Und der steht hier gerade. Ich hoffe, dass es daran liegt. Sehe ich jetzt, ob die Sattelplatte zugeht oder nicht. Wenn sie nicht zugeht, dann habe ich zu weit gestellt. Okay. Augenblick. Jetzt hätte ich können noch eine Umdrehung weiter stellen. Ja, also hier ist zu. Und diese Schnappe hier unten ist dann nicht geplant zu. So, die Kamera hatte sich vorhin aufgehängt. Da hinten die. Jedes Mal und jedes Mal erschrecke ich wie ein kleiner Bub. So. Fall der Nervetransport raus. Ja. Okay. Geh schnell zu, Mauer. Das muss ja auch jetzt nur den Bagger laden, ohne Löffel, ohne irgendwas. So eine dumpfe Befürchtung, dass ich jetzt
gleich auf die Baustelle komme, da unten, und keiner mehr da ist. So. Na, guck mal, was der Pulle. Geladen, ne? Hab meine Kopfhalterung gerichtet. Jetzt habe ich einen Anruf bekommen, der Bagger geht wieder. Ich muss nicht mehr hin. Jetzt weiß ich nicht, lasse ich ihn drauf, lasse ich ihn nicht drauf, lade ich ihn ab, lade ich ihn später vielleicht nochmal. Katastrophe. Ich mache jetzt noch zwei, drei Sachen an meinem Tieflader. Zu fahren hätte ich heute wohl nichts mehr. Ja, ich drücke mal fett dran hier. Mache ich ja oben am Große dann. Der in der Werkstatt steht, mache ich das auch nochmal. Und dann, ja. Mal gucken. Ich denke, es geht morgen weiter, dann keine Ahnung. So, ich bin hier in Ramsen. Ich war gerade mal gucken. Da oben scheinbar kann ich hochfahren. Also ich bin der halbe Berg, bin ich hochgelaufen. Dann habe nichts gesehen, aber das wird immer breiter da oben. Ich filme jetzt wieder mit der normalen Kamera weiter. Hat immer so eine ohne Sache, sage ich jetzt mal, hier in die, Alter, komm, jetzt schalt doch, beziehungsweise fahr, ist doch nicht mehr normal, sorry. Ja, also ist jetzt doch der Bagger her. Irgendwer hat zu Hause angerufen und gesagt, der Bagger geht, aber nach, da geht mal so 5, 6, 7 Minuten, geht er aus und geht nicht mehr. Da muss ein Kabelstrang getauscht werden. Da läuft irgendwas heiß oder warm oder was auch immer. War ja schon auf dem Weg hierher, dann habe ich einen Anruf gekriegt, Bagger nicht tauschen. Wie gesagt, dass er halt geht. Jetzt bin ich doch hier. Bin in der Zielstraße. Ich weiß nicht, ob da vielleicht ein Neubau gibt. Ah, da oben sehe ich was. Da oben, ach, da oben steht da der Bagger. Jawohl. Jawohl. Gut, okay. Alles gut. Hier könnte ich sogar drehen. Ne? Die Einfahrten hier sind riesig. Und die nächste Kreuzung werde ich drehen. Dann lasse ich die Beflaggung mal noch an. Thank you.
gebaut oder will natürlich. Ah ne, der fährt hoch. Oh, wunderbar. Wunderbar. Hier werde ich nämlich jetzt drehen. Mittellänge hier. Ja? Ist halt auch nicht, wenn ich da hinne. Wo komme ich denn da hinne hier? Rosenthaler Straße, komme ich auf die Hauptstraße runter. Ne? Na, ich drehe. Oder? Soll ich es wagen? Hier den Weg lang. Den kenne ich. Ich hoffe, das reicht, dass ich mit meinem Gerät hier rumkomme. Ich glaube, da haben wir in Wiesbaden schon eine ganz, ganz andere Ecke gehabt. Ja, das passt, alles gut. Der geht jetzt nach links mit, also quasi zu mir auf die Seite. Kamera überhaupt, ja. Ach ja. So. Also ging wesentlich besser als ich erwartet habe. Nach links rüberfahre, komme ich nach Eisenberg.
Könnte ich jetzt auch fahren? Ich fahre jetzt wieder hier durch den Stumpfwald zurück. Da bin ich auch vorhin hergefahren. Ich hoffe nur, dass die Aufnahmen ein bisschen was geworden sind. Mal gucken. Wenn sie was sind, machen wir ein kleines Speziale vielleicht. Also auf dem Weg hierher vorhin, da ist wesentlich schöner nachgelaufen als die ganze Zeit. Ich werde trotzdem noch mal gucken, ob ich noch eine Drehung weiterbringe. Vor allen Dingen nach der Kurven. Früher war es dann so, dass er immer ein paar Zentimeter weiter, war nicht viel, aber war halt nicht mehr gerade. Und jetzt hier vorhin auf dem Weg hier runter war das also richtig geil. Geil! Wenn ich es früher gewusst hätte, egal, da hat jetzt hier noch eine Walze. Fahre ich morgen früh nach Völklingen-Saarstahl. Dann fahre ich noch einen 5-Tonnen-Bagger mit Tieflöffel und Böschungslöffel. Okay, warum ich denn fahre? Egal. Ich mach's, alles gut. Der geht auch nach Völklingen in die Kühlweinstraße. Dann in Ingelheim einen Mobilbagger laden für nach Sembach hoch. Schauen wir mal, das wird, wenn ich zweimal Völklingen gefahren habe morgen und Ingelheim. Ja. Ne? Am gefühlten Freitagmorgen. Ich hol gerade meinen Vierachser raus aus der Halle.
Karte noch schnell rüber. Und dann sattel ich wieder um und fahre dann die Walze, die ich gestern vorgeladen habe mit dem Dreiachser, die fahre ich dann jetzt in der Nacht. Da müsst ihr jetzt durch. Fahre ich dann hin nach Völklingen. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich war so talentfrei und habe meinen Dreiachser quasi mitten auf meinen Parkplatz gestellt. Gucken, wie ich den da reinbringe jetzt. Das Tor neben dran rinfahre, ob das reicht zum Abhängen. Hier werde ich nicht vorbeikommen. Das reicht dann nicht zum Abhängen, ne? Gott, nee. Aber ich werde jetzt nicht, ich stelle den einfach hier raus. Reicht weder so noch so, ne? Ich weiß nicht, ob man das sieht, wahrscheinlich nicht. Ich war mal wieder ein bisschen talentfrei. Ach nein, die lässt sich nicht drehen, alles gut. Mache ich denn das jetzt? Ich habe nicht Lust, zwei, dreimal umzuhängen jetzt. Lassen hier draußen stehen. Muss halt später nochmal umhängen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, eigentlich sollte ich nur rüberfahren zum Lenken halt quasi. Ich hab gesagt, den kannst du gleich mit rausnehmen. Dann hätte ich das gemacht. Ja, egal. Sattel schnell ab. So, wollte doch noch den Lenkkeil später denken dran. Muss ja den hier auch wieder reinholen. Das wollte ich noch machen. Jetzt einfach mal kurz testen. Läuft immer noch nicht gerade. Nur noch zu. Augenblick. Liegen sehe, weil ich habe einen neuen in der Hand gehabt, den habe ich fallen gelassen hinten auf meinem Catwalk, auf meinem Laufsteg. Ja, der ist mir runtergefallen, aber der ist nicht auf dem schmerzfrei. Sorry. Aber der ist nicht auf dem Boden ankommen. Also entweder liegt er noch hier irgendwo im Rahmen, auf dem Rahmen, was ich nicht hoffe.
der liegt im Hof irgendwo. Sorry. Also, jetzt fahre ich die Walze hinter nach Völklingen. Dann komme ich wieder her, lade 5-Tonnen Bagger. Fahr den nach. Auch dahin. Auch nach Völklingen, aber an der andere Baustelle. Und dann fahre ich von da aus rüber nach Ingelheim. Und hole ein A29. Soll hoch nach Sembach. Ich glaube, da noch ein Tacken nach links rüber. Ich weiß gar nicht, ob Saarbrücken die Stadtautobahn, ob die wieder frei ist. Aber normal, das Hochwasser sollte weg sein, oder? Nicht mehr, ne? War schon Ewigkeiten nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch so fahren kann, wie ich die ganze Zeit gefahren bin. Ja, kriege ich mal schon hin. Müsste das. Ich hoffe, dass es Wasser war. Mal gucken, wenn ich hier stehe. Wasserpitsch.
Man sieht dann, einige Stellen, sieht man noch, wie hoch das Wasser stand. Vorher, wie lange ist das her? Ist das eine Woche her? Zwei Wochen? Ich weiß es nicht mehr. Wo der viele Regen hier war. Ich weiß gar nicht, ob ich hierher muss. Ne? Hier auf der Baustelle. Also ich habe einmal stehen Völklingen und einmal habe ich stehen die Baustelle am anderen Ende hier quasi. Ich denke schon, dass ich hierher muss. Das wäre natürlich jetzt doof, ne? Wenn ich nicht hierher muss. Saarstahl, doch. Sorry, ich nehme alles zurück. Durch, muss ich hier durchfahren, okay. Ja, schon lange nicht mehr da. Ja, alles ein bisschen anders hier. Sorry, meine Trinkflasche quietschen wieder bis zum geht nicht mehr. Ob irgendjemand von uns da ist, sieht man nicht so aus, ne? Oder steht da was von uns? Da steht ein Backe. Ich hoffe, dass die hierher soll, nicht, dass ich hier auf der falschen Baustelle bin. Irgendwann grün werden. Aber ich werde, bevor ich ablade, werde ich noch mal anrufen, ob ich hier wirklich hier richtig bin oder ob ich ans Torhaus 10 fahren muss. Quasi da, wo der Brecher stand. Ob ich da hinfahren muss. Fahren. Ja, sicher, dass wir hier noch eine Walze brauchen. Gehen wir davon aus, bleibe ich einfach hier stehen und lade die ab. Kann ich auch drehen später.
So, leer. Da hat sich mein ganzer Plan, hat sich gerade irgendwie in Luft aufgelöst, also 5-Tonnen-Bagger. Müssen wir nicht fahren. Schreibe ich gleich dem Kollegen, dass der 9 wieder losschießt. So, jetzt, wie gesagt, mein ganzer Plan hat sich jetzt irgendwie in Luft aufgelöst. Jetzt, der 5-Tonnen-Bagger hat sich, wie gesagt, erledigt. Ja, den fahren wir jetzt nicht. Da muss ich jetzt einen größeren Bagger hin. Da hat es noch irgendwie einen, von gestern auf heute, irgendwie so einen Nachtrag halt gegeben oder was. Auf jeden Fall muss da wieder ein größerer Bagger hin. Da hoch hier in Völklingen auf die andere Baustelle. Radio läuft schon wieder. Und Ingelheim, den Bagger, den Radbagger, den A29, den soll ich jetzt auch mal, also jetzt erstmal, das wird jetzt noch beratschlagt, muss ich auch stehen lassen. Jetzt haben wir 10 Uhr, ich bin hier in Völklingen und weiß schon wieder nicht mehr, was ich treiben soll. Danke. Unser Plan ist jetzt hinfällig. Jetzt mache ich das, was der Kollege machen sollte. Ich fahre rüber in den Hof, lade 914 Gummikettenbagger, den fahre ich hoch nach Sembach, weil Montag nächste Woche beginnen da Schulungen vom Abbruchverband. Abrissbaggerfahrer-Schulungen, wie das genau heißt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss das dann so sein.
Den A29 geladen. Hab das Tiefbett hinten komplett ausgehoben. Hier vorne ist die neue Brücke. Ja, aber ich sag mal, gefallen haben sie die Leute damit nicht getan. Ach Gott, zeig mir das, was ich sehen will. Ja, also schon einige LKWs, die Frontschütze weggerissen. Die Rampen hier vorne rauf und runter müssten viel länger sein. Das Gute
Gute ist, wir dürfen jetzt beladen über diese Brücke fahren. Das ist das einzig Gute jetzt. Wie gesagt, hier komplett, also höher wie ich jetzt im Moment fahre, geht's nicht. Fahrt sich auch nicht schön. Gut für die Tieflade, dass ich jetzt fahre so. So, ich habe nur noch die Durchfahrt frei und dann mache ich das Tiefbett wieder runter. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Ja, Baggerfahrer kann sich melden. Er fährt jetzt dahin. Mit dem Bauleiter und mit dem Polier. Mit dem Bauleiter. Mit dem fährt er dahin gucken und dann. Einbahnstraße. Mit dem Väter dahin gucken und dann entscheiden wir, ob. Weil ich glaube nicht, dass ich mit meinem LKW da durchkäme. So, die Ampel ist aus. Natürlich absolut beschissen hier, ne? Da rechts siehst du gar nichts. Fährst wieder auf den Blick, dass keiner kommt. Das sieht gut aus. Leidekine.
So, Backe abgeladen. Stelle ich noch meine beiden Tieflader weg. Viertel nach vier. Wenn ich das gemacht habe, dann ist auch Feierabend. So schnell bin ich doch gar nicht losgefahren hier. Was ist los? Also, ich sehe gerade was, das ist mir, aber ist alles gut. Ist so, wie es ist. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für diese Folge. Ja, es ist ein bisschen. Ja. Ist halt nicht mehr im Moment. Die Dispo hat Urlaub. Die ist dann so schief, da gibt's doch nicht. Und bis zur nächsten Folge. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Außer bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein, seid lieb. Behandelt eure Frauen gut. Oder eure Männer oder was auch immer. Oh.